Der Amstel Party ist am Start. Sehr krasse Werte, Jungs und Mädels. Drei SBCs haben wir abgegeben. Die SBC kostet 300k. Habt ihr Amstel Party gemacht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wir werden heute wieder testen. Es gibt wieder ein SBB. Und heute gibt es auch ein Like-Ziel, Jungs. 777 Likes. Mit dabei ist der Max. Was geht ab? Ja, Jungs, was geht? Gut, kicken die Runde heute mal an. Sufati, sehr, sehr geile Karte. Direkt im Test. Ich bin heiß drauf, Mann. Wir starten rein. Natürlich Max auschecken auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und let's go! Jungs, wenn ihr günstige PSN-Karten haben wollt, unten in der Beschreibung ist Eneba verlinkt. Wenn ihr draufklickt, unterstützt ihr mich automatisch, Jungs. Unter anderem kriegt ihr die günstigsten PSN-Karten, Xbox Live-Karten, unter anderem auch Spiele. Auf der Eneba-Seite kriegt ihr momentan 100 Euro PSN für 85,70. Manchmal müsst ihr auch mal auf Instagram folgen, Jungs. Da kommen auch spontan Rabattcodes noch rein. Die 75er PSN-Guthaben kosten momentan 63 Euro. Wie ich auch vorhin gesagt habe, die besten und die günstigsten PSN-Karten finde ich bei Eneba. Ihr müsst nur unten in die Beschreibung reingehen, Jungs, und draufklicken. Perfekt, okay, wir gehen rein. Pass auf, vorne mein ST aka Stürmer. Wird eine sehr nice Special Card vom guten Vlahovic, genau. Und dann auf dem rechten Flügel ist jetzt SBC neulich rausgekommen, Leute. Und wundert euch, ganz kurz zur Info, wundert euch nicht, warum ich den Ansu Fati nicht gemacht habe. Ich konnte den nicht machen, weil ich bin unassigned. Ich habe über 10 Millionen investiert und ich habe über 700 bis 800 Karten da rumliegen. 87er, die sollten mal steigen. Und ich habe rechts Chiesa SBC. Okay, ich habe Lewandowski und Depay aufgeschrieben. Ja, fast, yeah. Fast. Ja, ja, guck mal hier. Ja, ich habe aufgeschrieben. Und das hier ist der LM übrigens, ne? Also nicht der andere da. Die Icon. Okay. Perfekt. Okay, alles klar. So, im Sturm neben Ansu Fati ist einmal der Gerard Moreno, ja. Und auf der linken Seite passend zu ihm natürlich einmal Danjuma. Danke. Ja, nee, keine Ahnung. Torres, also diesen Ferran Torres LM und dann einmal vorne im Sturm. Von wem hast du mir schon 10 Videos gesetzt, dass er steigen wird? Von wem? Richtig, Moreno, let's go. Bronzehüter von einem Sturm, das schmeckt. Unglaublich. Ehrlich, deswegen unglaublich. Hat mir 1000 Videos schon. Guck mal, da eingekauft, der wird steigen auf 89, 87. Dann zack, 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 dies, das. Weiter geht's mit deinem ZM, RM, ne? Ja, ja, genau. Viva España. Viva España, ich guck so, ich weiß es nicht. Also, erstmal Mohamed Salah auf der rechten Seite. Ich glaube, der hat Doppelpack gemacht sogar. Mhm. Da bekommt höchstwahrscheinlich eine Inform, sogar Second-Inform. Und Thiago haben wir am Start. Und passend jetzt, geisteskrank seine Stats, habe ich... ach, scheiße. Das ist einmal der Non-Rare-Funder weg. Danke. Ja, okay, keine Ahnung. Also, lass das gut. Ich bin einfach früh Spanien gegangen. Einmal mit Adama Traoré Premier League, Thiago Premier League und Pedri Inform. Also kannst du Thiago oft ausmachen. Jungs, deswegen, Viva España. Ich werde ihn noch zum Halb-Spanier, glaube ich. Das ist es. Ey, das ist geisteskrank. Was passiert hier? Ich halte mal rein. Ja, also jetzt könntest du, also du hast safe auch einen von mir. Den habe ich nämlich noch gar nicht gekauft. Der hat eine coole Karte aber bekommen. Das ist der gute Berardi. Kennen wir noch alle diese Tots-Karte von dem 96 von letztem Jahr. Den kann man als ZM da nämlich in der Mitte spielen. Dann auf der rechten Seite, den habe ich in der Weekend League gespielt. Sehr, sehr cool gewesen. Zambo A... Guissard, ja, der ist es. Ja. Und links Lucas Vazquez, auch eine geile, geile Special Card. Und bitte darf ich das Mittelfeld zu spielen. Sieht sehr cool aus. Rabiot, De Jong und Pedri. Guck mal. Danke dir, ja. Danke. Danke nochmal. Grüße. Hey, ich gehe baden, Jungs. Super. Ach, sieht super aus. 0-2 für Max Malle. Aber ihr wisst, der Seko kann die beiden aus der Partei gut snipen. Ja, let's go. Ihr habt es wirklich schon oft mal bei mir, ne? Muss ich mal sagen. Ich gehe mal rechts auf der Seite, Verteidigungsposition, so rum richtig mit dem guten Posch. Den kann man da hoffentlich als RV spielen, wenn ich mir das richtig ausgedacht habe, genau. Und auf der linken Seite wird das Mario Rui. Den hast du safe, sage ich. Mario Rui und Carvajal. Let's go. Super. Aber ja. Wie soll der Ansu Fati da mal auf... Will der nicht mal auf Chemie kommen irgendwann mal? Der hat da einen Punkt, das reicht aus da, oder? Ja. Endlich. Der soll sich da feiern lassen, das passt. Ja, gucken wir mal. Aber ich habe auch schöne Spieler am Start. Wie zum Beispiel auf der rechten Seite. Second Inform. Diego Dalot. Ja. Und auf der linken Seite ist ein Brasilianer. Und man nennt ihn auch Samba. Ach, keine Ahnung. Ja, das war aber der. Genau, Lodi. Ja, schade. Shaw und Trent Alexander-Arnold kannst spielen. Weiter geht's. Letzte Runde, Jungs. Wir machen jetzt gleich Ausgleich. Dann treffe ich auch seinen Keeper, 3-2 für mich und dann Abfahrt. Wenn du den Keeper hast, sage ich ehrlich, 100 Subs. So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Grande Finale. Ich halte rein, also Real Talk, du hast
tausend Möglichkeiten, Variationen, aber ja, ich habe mich für die entschieden. Ja, und zwar Juventus Turin. Einmal Bonucci, einmal Bremer und im Tor Gisny. Let's go, Mann, Junge, du glaubst es mir nicht. Du glaubst, also wirklich jetzt, das glaubst du mir ehrlich nicht, ne? Ich war in der Serie A, Tomori, Kalulu und Mike Nord. Ja! Let's go! Okay, ich war in der richtigen Richtung und ich glaube, du bist jetzt auch bei mir in der richtigen Richtung, kann ich jetzt schon mal so sagen. Ich denke mal, du bist mit ein paar Spaniern gegangen, oder? Um es mal so kurz zu machen, oder? Nein. Okay, dann hast du mich. David Alaba, SBC, dann Carvalho, diese Hero Cut und dann hinten nochmal in Rot der Vlachodimos. Und ich sag dir ehrlich, das sieht sehr cool aus, das Team, wenn ich so spielen kann. Puyol, David Soria, Ramos. Ja. Das ist es. Natürlich habe ich drei Spanier aufgeschrieben, Mensch. Junge, ich wusste es doch, Mann. Wichtig. Ja, eigentlich wäre der Thiago hier. Ne? Da hätten wir 30 Chemie. Jetzt kommt der rein und der Keeper kommt hier rein. Und dann laden wir Max ein und wir kassieren kurz. Let's go. Na dann, let's go, mein Freund. Let's go. Gut Kick. Anzu. Party. Da ist er. Guck mal. Schau mal. Wie schnell du eigentlich die SBC gemacht hast, das ist übelst geistkrank gewesen. Komm mal. Zack, zack. Und jetzt? Ja. Ansu Fati! Ja. Oh ne. War da was Böses drin? Ja, noch. Okay, was für eine Annahme war das jetzt? Ja. Das ist es. Das ist es. Let's go! Berardi, da macht er den Tanz, ne? Let's go. Come on, Bruder. Was für eine Annahme. Jetzt schon meine Eckbälle. Ja, zeig mal her. Schau mal. Ja. Ui! Ui, denn das sind wir, meine Damen und... Ja, bitte, 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 bitte! Super, Mensch, das ist ja ein klasse Spiel hier. Super Fußballsimulation. Komm, Jungs. Das dicke doch fallen. Let's go, Mann! Wichtig, die Übersteiger wollte ich nicht, sah cool aus, aber ich kann dir gleich sagen, die waren nicht gewollt. Oh, lass doch laufen, Schiri. 2-0, ist okay. Zwei Discards, wir gehen rein. Ich habe einfach schlecht gespielt. Jo, perfekt. Welche Formation 4-2 hat sie, ne? Genau, 4-4-2. Und du denkst jetzt bei zwei Picks, dass ich safe ein paar nehme. Deswegen erstmal Torhüter weg. Ganz klassisch, Torhüter, den da hinten ist der einzige Single-Pick. So, und dann nehme ich nochmal... Warte mal, ich habe da dein Team noch. Du hattest drin Ansu Fati, Thiago. Thiago habe ich bei mir als rechten ZM hingetragen oder eingegeben. Ich nehme rechten ZM noch. Ehrlich gesagt geht fit. Also nichts so besonders. Diego Dalot in Form und Gesny. Die kann ich beide einfach mal direkt so wegkloppen hier. Gesny weg. Diego Dalot sagt auch weg, Jungs. Ja, muss man jetzt extra kein SPC machen. Ansonsten, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Jungs, Ansu Fati konnte ich jetzt nicht so krass testen, aber es wird ein Short-Video kommen und auf TikTok ein Video. Checkt auf jeden Fall aus und wir sind raus. Ciao. Das letzte Video kannst du hier sehen. Klick einfach rauf.